Wer ist da? 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 Willst du uns verstecken? Ich verstecke mich. Ich verstecke mich. Oh, ich weiß nicht. Ich glaub, mir geht's nicht gut. Wo bin ich? Hab ich das dran oder? Okay, na. Mein Geld hab ich noch. Mit den ganzen Sachen. Wo ist denn jetzt an dem Leben? Jetzt geht's Zucki aus. Was für Zucki aus? Ich hab gesagt. Wo ist denn mein? Ich reiß jetzt hier. Nein. Schau, ich hab eigentlich gar kein. Ich hab keine Wohnung, okay? Schau. Da. Ich will mal mieten. Mehr Geld hab ich nicht. Das hab ich letztens gestern verdient. Ich wollte $900, nicht 13. Was für 900? 900 wollen sie? Da haben sie 900. Ich hab's natürlich immer dabei für sie. Hey, ich hab zwei jetzt. Na, ich hab keine Wohnung. Hey, hab ich hab keine Wohnung. Was? Nochmal. Was ist? Waren das sie? Was ist das? Was ist das? Nochmal. Wer war das? Das ist die Wohnung von Kuhstall, Gustavo Kuhstall. Gustavo, okay. Das merke ich mir. Oh, okay. Ich glaube, die Mieten ist damit zahlt, das heißt, ich gehe mal nach oben. Huh, okay, ich glaube, der checkt immer noch, dass das meine Wohnung ist, nicht das da vorne. Okay, ja, wie gesagt, wer letzte Folge nicht gesehen hat, rechts oben beim i auschecken. Und genau, letzte Folge haben wir irgendwie, da haben wir an Arbeitsamt gefahren und haben irgendwie einen Job gesucht. Sind nachher in der Nachtschicht gekommen, nachher sind komische Viecher und irgendwelche komischen Dinge passiert und keine Ahnung. Okay. So, da vorne ist immer noch der Highway to Hell. Genau, ich glaube, ich lagere jetzt erstmal irgendwo was ein. Eigentlich, ich glaube, ich habe gar nichts zum Einlagern. Egal. Ich glaube, ich lasse mal alles das einfach drin. Ich meine, Energy Drink braucht man immer so für zwischendurch. Hallo? War da gerade wer? Voila, Digga, das ist jetzt auch meine Wohnung, voila. Was für meine Wohnung? Ich hab da gestern gesagt, ich hab Mieten bezahlt. Ah. Du bist Vermieter? Ja. Du bist Vermieter, okay, Vermieter. Du siehst hier, voila, ich hab Miete bezahlt, ne? Meine Wohnung, nicht eintreten. Nichts wie, nix Miete bezahlt, Alter. Ich hab Vermieter bezahlt. Was für Vermieter bezahlt? Wer ist denn das jetzt? Machen wir jetzt Hausparty oder was? Was für ein Vermieter? Walla, Digga, das ist Vermieter. Ich hab gefragt, ist Vermieter? Vermieter sagt. Walla, Digga? Ja. Walla, Digga, du siehst, das ist Vermieter. Vermieter hat mein Geld genommen. Vermieter sagt, ich darf jetzt wohnen. Was für ein Vermieter? Die macht links, rechts. Das ist nein. Ja. Walla, Digga, links, rechts ist eine Richtung, Alter. Walla, Digga, hab ich in Schule gelernt. Du lachst vielleicht. Was für Schule gelernt? Du hast. Ich wohlsehe auf den Dings. Du kannst den mal lesen. Auf dein T-Shirt. Willst du etwas sagen? Ich kann nicht lesen, Walla, Digga. Was steht denn da hinten oben? Na. Soll ich dich dann auf den Kebab machen, Walla? Was für Kebab? Okay, Vermieter sagt, ich soll Walla, Digga. Nein, nichts Walla, Digga. Okay, ich geb dir die Wohnung. Okay, nicht Walla. Nein, nicht Walla. Nein. Walla, Digga, das ist meine Wohnung. Walla, Digga. Walla, na, Digga, nix! Raus, Walla, Digga, raus! Ja! Kennst du den da drinnen? Ja! Wie heißt denn der Typ? Ja! Okay. Kannst du das da aufmachen irgendwie? Das kann ich nämlich nicht zerstören. Ja! Dann mach auf! Okay, ich glaube, die kann das nicht aufmachen. Okay, ich glaube, das geht nicht. Ja. Okay, probier es halt weiterhin. Okay. Ich glaube, die Wohnung gehört jetzt dem. Ich glaube, okay. Ich habe eine Idee. Ich nehme jetzt die allerhellste Wohnung, die es überhaupt gibt. Nachdem die alle jetzt ausgewohnt sind, oder wie man sagt. Okay, da oben kann man nicht raus, ey. Ich mache sie mal wieder zu. Ich glaube, das ist der Dachboden oder irgend sowas. Dann würde ich sagen, das ist jetzt meine eigene Wohnung, würde ich sagen, da vorne. Da meine eigene Wohnung. Easy peasy, wie sie alle sagen.
Ja, passt, es wird schon keiner. Oh. Hallo! Hallo! Guten Tag! Hey. Servus! Ey, waren Sie nicht der von McDonald's? Ja, war ich! Ich bin nur irgendwie nachher weggerannt wegen so komischen Viech gekommen. Ja! Was machen Sie in meiner Wohnung? Was für meine Wohnung? Das, ich hab mir die gerade die Nummer! Ey, Sie können sich nichts nehmen! Haben Sie einen Vogel? Das ist. Ich wohne da! Oh, okay! Jetzt gleich, komm, schlechte! Oh, okay, was mit dir? Hä? Der angespielbares Zimmer, wie geht's denn? Ich wollte Uno spielen, aber ich geb's irgendwie. Okay, dann sehe ich jetzt mein Zimmer. Und warum ist eigentlich. Okay. Warum war eigentlich Ihr Zimmer komplett ausgeräumt? Hä? Beziehungsweise um. Oh, nein, nicht der schon wieder. Jo Leute, 24 Stunden im Zimmer von. Hey! Ich hab gesagt, nein! Ich hab gesagt, wenn du noch einmal kommst, werde ich dich erschießen! Hände hoch oder wir schießen! Gut gemacht. In Klammer, ging schief. Oh, das wird ein Hit werden. Wie kommst denn du schon wieder rein? Freundchen, ich werde jetzt dich erschießen, dich auseinandernehmen, zusammenbauen und dich irgendwie bei eBay verkaufen, bei Kleinanzeigen. Okay, mach das. Für mich ist eine Kamera easy peasy, können wir verkaufen auf eBay, so wie er so gerade gesagt hat. Was ist da passiert? Oh, ich glaube, wir müssen uns eine. Oder warte mal, ist es jetzt eigentlich? Oh, genau da rein hinten. In dem. Jodler-Typen da. Das ist eine Wohnung. Okay. Das ist relativ gut. Machen wir nur noch mein Fenster zu. So. Ja, ich glaube das. Ich glaube, da müssen Reparaturdienst her. Oh, was ist das für ein Geräusch? Hallo? Duscht da gerade irgendwer? Ha! Ah! Ja, oder? Aber. Das kannst du nicht machen. Schnell weg! Weg! Nix eben! Okay, ich glaube. Ich glaube, es ist leider gerannt. Okay, das ist jetzt das meine Wohnung. Ich kenne mich selber nicht mehr aus. Ich glaube, ich stelle mal die Kamera einfach da hin. So ein Hyperloop oder wie man es 2019 nennt. Okay. Geh einmal irgendwie raus, ey. Okay, ich hoffe, der Jodler-Typ kommt nicht wieder. Okay, dann gehe ich mal oben. Ja, wie gesagt, dann habe ich jetzt mal oben, da oben eine Wohnung. Relativ gut. Das sind immer noch die Kinoposter. Da ist immer noch die. Da kommen schon so ein pinker Dings. Und das Briefkasten. Was auch immer das ist. Okay, ich glaube, das ist eine Wohnung komplett ausgeräumt. Okay. Und gehe mal oben. Das sind guten alten. Oh, wer. Hallo? Oh nein. Wollen Sie aber ein Konto öffnen? Ein Konto öffnen für was? Was? Ja, ich hab. Schau in meine Hand. Ich hab Geld. Schau in meine Hand. Ich hab Geld. Ja, ich hab Geld. Bei uns lagern. In einem Bankkonto. Was kostet mein Bankkonto? Das Bankkonto kostet 29 Franken. Ich hab keine Franken. Ich hab nur Geld. Ich hab Euro. Ich wohne in der. Wollen Sie jetzt ein Bankkonto öffnen? Ich hab gesagt. Ich hab nur Euro, keine tschechischen Franken oder was das ist. Dann machen wir ein Passwort. Was für ein Passwort? Ich will kein Passwort. Ich will. Ein Passwort für einen Account vom Bankkonto. Ich hab gesagt, ich will kein Passwort. Was ist eigentlich mit dem Waschbär passiert? Oder war das ein Panda, was das war? Ein Panda. Ein Panda gibt's nicht, es gibt ein Bankkonto. Okay. Stimmt, mein Auto, okay, der geht auf 4 zum Bankkonto oder was es ist. Ich glaube das Auto. Ich glaube, ich sollte mir einen Führerschein machen, dass man ein legales Auto kaufen kann oder so. Hallo? Hä? Hans, was? Ist der Auto? Ja, jetzt fahre ich mit. Okay, ich geh weg. Mein hallo? Was ist jetzt? Hey, warte mal. Bist du? Du schon wieder? Du wolltest einen Führerschein machen. Hey, verschwinde hier! Na sicher! Hey, wer? Hey, geh raus, das ist mein Wagen! Freundchen, danke! Hey, raus! So, ich sagte raus, verdammte hey. Kacke hier! Okay. Ah, privier, doch gar nicht. Ich glaube, der ist ein bisschen durch. Ja, ich glaube, der ist ein bisschen durch, der Typ da vorne. Was für, okay, Führerschein? Der Typ bei Hirn, genau. Kostet der Führerschein was oder. Oh, geht okay, da. Ist der anders schon was aufgebaut?
Okay. 10 Rubel. Rubel? Ich glaube, das sind 10 Rubel, stimmt's? Ah, ja. 10 Rubel, ja, ja. Das sicher, okay. Kartoschka. Okay, Führerschein kann ich machen, oder? Okay, ich kann nicht. Ich glaube, das ist kein Tank drinnen, stimmt's? Ah, aber kein Benziner. Kein Benziner, genau, kein Benziner. Da einführen würde ich sagen, ohne Tropfen irgendwie. So. Privet. Ja, privet, genau. So, da haben sie den Tank wieder, keine Ahnung, was ist. Hey, nehmen wir auch nicht mehr so mit. Da. Also, wie gibt man Gas? Links Bremse, gell? Ich freue mich schon! Hey, langsam. Okay. Ich würde sagen, Parkbremse oder wie? Ah ja, Rückwärtsgang. Rückwärtsgang, okay. Also erstmal rückwärts einlegen und Vollgas! Moskau. Bremse? Moskau? Rechts. Langsam. Okay, langsam. So, umdrehen würde ich sagen. Ja. Umstehen wir eigentlich Sofa. Gas, Vollgas! Gas, stopp. Okay, stopp. Ja, was jetzt? Okay. Rückwärtsgang, Vollgas! Ja, Vollgas. Vollgas, ja. Vollgas. Immer Vollgas, würde ich sagen. Vollgas hört sich immer gut an. Okay. Wann muss ich stoppen eigentlich? Nein, nicht stoppen. Gas. Oh, Gas. Im Rückwärtsgang würde ich sagen, oder? Aber da kommt der Wand. Oh. Gas, Vollgas. Ich bin angefahren. Ich glaube, ich mache jetzt einen Burnout. Okay. Ist das jetzt wieder Gas, Vollgas, erster Gang durch? Nein. Gas. Oh, Bremse. In die Wand. Oh, ich bin gestoppt. Was ist denn da eigentlich noch? Ich glaube, ich fahre da mal um. Ich glaube, Slalom ist das, oder? So, easy peasy. Ein bisschen rückwärtsgang. Slalom. Gas, Kreisverkehr, was immer das ist. Jo, Vollgas. Vollgas. Schneller, Babuschka. Oh, ich bin draußen. Ich hab. Noch schneller. Okay, heute. Ziellinie. Wo Ziellinie? Ich glaube, da kann man wieder reinfahren, stimmt's? Oh. Ziellinie, wo ist die Ziellinie? Ziellinie. Okay, mein Auto? Was ist denn das? Privet. Führerschein. Führerschein, okay. Ich glaube, dann ist das auch jetzt mein Auto, oder? Hallo, bist du da? Strasti Fief. Ich glaube, ich würde sagen, das ist ein erfolgreicher Tag mit dem Führerschein. Wer bist du? Hallo. Ist das guten die Tag, große Krabbe? Sie waren neulich bei mir, Eingestellter. Warum sind Sie bitte schon zusammengebrochen? Ist das die große Krabbe? Verschwinden Sie jetzt so oder ich rufe die Polizei. Ich will einen Krabbenburger. Gehen Sie weg! Sie haben gearbeitet und haben dementsprechend nicht mehr den Schlüssel abgegeben. Sie haben sogar Burger und dementsprechend das Geld behalten. Ein wo ist das Geld? Krabbenburger, bitte. Sie haben nicht mehr... Erstens, sie schauen sehr gruselig aus. Zweitens, sie haben keinen Burger bestellt. Nein, Sie sehen so sie aus. Und ihr sie und ihr Freund werden nie wieder einen Fuß in McDonald's setzen. Oh. Sie haben Hausverbot. Oh. Und aber immer beim Führerschein. Sehen Sie die große Krabbe? Hey, warte mal, rosa Typ, warten Sie mal, rosa Typ. Also, Ich bin nicht rosa, ich bin leicht rötlich. Das ist der Unterschied zwischen dir und dem, okay? Ich rede mit dem da. Jetzt, vertschüss dich. Okay, in die Hose, das ist sehr schlecht, okay? Ich bin nichts groß gerade. Ja. Ein Krabbenburger. Da, ein Krabbenburger. Danke. Okay. Dann würde ich sagen, erfolgreicher Tag eigentlich. Ich wollte schon McDonald's sagen, in dem Führerschein-Taster. Ich glaube, ich gehe mal zurück. Ausbreite haben wir eigentlich einen
eine Apotheke geben, ein paar Jahre, Führerschein, ja, einen Führerschein habe ich gesagt. Dann können wir uns ja die nächsten paar Folgen da irgendwie ein Auto kaufen, da irgendwo, da gibt es ja sicher irgendwie so Autohändler oder sowas. Und ja, wie gesagt, abonnieren und ein Like da lassen für mehr Minecraft-Frenzel, mehr Führerscheine machen, mehr Play-10 machen. Ja, lasst ein Like und ein Abo da und ciao.